ich glaube, es geht mir das Gleiche durch den Kopf wie alle Leute, die im Stadion sitzen. Aber, ja, wenn er ihn rein tut, dann sind wir draus. Und ja, es war auch ein bisschen mehr leer gewesen, aber ich habe dann gedacht, ja, probier sie doch einfach mal zu heben. Und zum Glück hat es funktioniert. Der FC Basel ist weiter, wie auch immer, lautet die Botschaft, die aus dem St. Jakob Park gesendet wird. Denn die erste Halbzeit ist nicht wirklich Champions League würdig. Mit dem Verlusttreffer bringt sich der FC Basel selber unnötig in Bedrängnis. Doch zum Schluss dieses Spiels bleibt nur ein Fazit. Zum Glück sind wir eine Runde weiter. Ich glaube, das ist das Wichtigste am Ende des Tages. Wir haben in der ersten Halbzeit sehr schlecht gespielt. Und in der zweiten Halbzeit dafür eine sehr, sehr gute Halbzeit gemacht, viele Chancen gehabt. Und dann ja, in der letzten Minute der Penalty, das ist halt verheerend. Und zum Glück ist es gut ausgegangen für uns. Letztendlich ist es nebst dem gehaltenen Penalty das Tor von David Degen, welches den FC Basel in die Playoffs der Champions League bringt. In dieser finalen Runde sollen die Erfahrungen aus den Spielen gegen Molde mit eingebracht werden. Jetzt, glaube ich, kann man das Spiel mitnehmen, daraus lernen und die nächste K.O.-Runde das anders zu wegbringen, mit weniger Nerven, sondern souveräner. Aber am Ende, souverän hin und her, am Ende zählt nur, wer weit kommt, das sind mehr Punkte. Oder anders gesagt, Ende gut, alles gut. Des einen Freud, des anderen Leid. So nah liegt alles zusammen, so brutal kann Fußball sein.